Jo, wunderschönen guten Nachmittag alle zusammen. Ja, ich befinde mich hier, wie man unschwer erkennen kann, gerade auf dem Parkplatz vom Netto. Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass es hier richtig viel F1-Feuerwerk geben soll. Meine liebe Freundin hat mir heute auch schon einiges mitgebracht, spontanerweise. Richtig cool. Ja, dann habe ich gedacht, ich fahre hier auch nochmal eben hin und guck mal, was es so gibt. Ich versuche gleich mal eben im Laden ein bisschen zu filmen. Ohne dass mich jemand sieht, hoffentlich. Das sehen die nämlich nicht so gerne. Und dann schauen wir mal, was wir noch so finden. Und dann zeige ich euch gleich, wenn wir wieder zu Hause sind, bei schönem ostfriesischem Mistwetter, was der Netto so alles hergegeben hat. Jo, dann würde ich sagen, bis später. Ja, wirklich? Ha, das ist ja was. Ich tanze schon wieder. Sehr gut. Wir sind wieder zu Hause angekommen und ja, ich zeige euch jetzt mal, was der Netto so alles hergegeben hat. Wie gesagt, einiges hat meine liebe Freundin mir ja schon mitgebracht heute Mittag. Ich habe jetzt auch noch zwei, drei Kleinigkeiten gekauft und dann gehen wir das mal einmal kurz durch. Also es sind schöne Sachen dabei und ich sage es nochmal, weil wahrscheinlich kommen jetzt wieder viele, die denken, Komet, aber ich sage es immer wieder, ich finde Kometfeuerwerk immer noch gut. Klar haben die viele Sachen dabei, wo man denkt, nicht so toll. Aber gerade im F1-Bereich ist, finde ich, Kometfeuerwerk einfach richtig gut. Sind richtig coole Sachen dabei. Und ja, dann geht's los mit dem Firekits XXL. Kennt jeder. Zwei Fontänen, drei Vulkane. Da ist ganz interessant, da habe ich gerade mal was rausgekramt bei mir aus dem Schrank. Schaut mal. Das ist das Firekits XXL Sortiment aus 2000, wann habe ich das gekauft? 2020 oder so? 2021? Das war das Firekits XXL Sortiment aus 2022, aus dem letzten Jahr. Da hat sich die Verpackung schon ein wenig verkleinert. Machen wir mal so, sieht man es besser. Und das ist das Firekits XXL von diesem Jahr. Und man sieht, es ist alles dasselbe. Es ist auch überall dieselbe NEM-Angabe, aber die Verpackung und Umverpackung, da hat Komet sich doch verkleinert. Weniger Müll finde ich gar nicht so schlecht. Gleicher Effekt, gleicher NEM, aber weniger Verpackung. Ist doch gar nicht so verkehrt. Das gehört aber jetzt nicht zu dem Einkauf von heute dazu. So, wie gesagt, Firekits XXL. Turbobrummer. Diese XXL-Superkreise, richtig cool. Ah ja, sorry, gerade im Laden. Dieses Gezitter mit dem Handy. Es war so viel los und ständig liefen irgendwelche Mitarbeiter von Netto hinter mir lang und deswegen musste ich das Handy so ein bisschen verstecken. Deswegen, ich hoffe, man konnte ein bisschen was erkennen. Ja, dann geht's weiter. Party Night, vier fantastische Tischbomben. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wieso kaufst du denn für 3 Euro Müll? Ja, da habt ihr vielleicht recht. Das landet sowieso danach alles im Müll, das ist richtig. Aber ganz einfach, mir macht es einfach Riesenspaß, solche Sachen zu zünden. Davon werde ich auch, denke ich mal, werde ich heute Abend machen, ein Testvideo drehen. Das wird dann irgendwie die Tage mal online kommen, weil mir macht es einfach Spaß. Mir macht es Spaß, sowas zu zünden, sowas anzuzünden, zu testen und so weiter. Ob es jetzt 3 Euro gekostet hat und das danach im Müll landet, da ist sowieso nur Schrott drin. Aber trotzdem macht es mir einfach Freude und Spaß, solche Videos zu drehen und solche Artikel zu testen. Deswegen gebe ich das gerne mal aus, das Geld, und ja, schauen wir mal, was da so rauskommt. Dann haben wir zweimal
die Mega Bengalfeuer Lichter. Bengalfeuer in Rot. Also richtig, richtig schwer. Haben 39 Gramm NEM. Danke, Fokus. Zwei Stück sind da drin. Also wie gesagt, sind richtig, richtig schwer. Schauen wir mal. Davon kommt auch ein Testvideo. Deswegen habe ich mir extra zwei gekauft. Beziehungsweise einen habe ich mir gekauft. Eine kommt von meiner Freundin. Einen lege ich mir weg. Und einen werden wir testen. Heute nicht, weil es regnet. Werdet ihr wahrscheinlich nachher im Video vom Adventskalender-Türchen auch sehen. Werden wir morgen wahrscheinlich mal, wenn es wieder trocken ist, mal ein Testvideo machen. Und dann habe ich mir noch ein kleines Set geholt. Gab es auch noch ein riesengroß, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Tatsächlich fast für denselben Preis, aber in dem großen waren einfach viel mehr Knallerbsen drin. Was haben wir hier? Schon aufgegangen. Hoppala. Na, so. Was haben wir hier? Wir haben 6 Flasher, wir haben ein schönes Bengal-Mix, 5-farbiges Bengal-Mix-Set, wir haben Color Chaser, das sind solche Farbbodenkreisel, wir haben die Irrlichter, wir haben Knallerbsen, Knisterkugeln und Wunderkerzen. Ja, das war so ein kleiner Einkauf bei Netto und ja, ist alles Komet. Ihr habt gesehen, das Geisterjäger gibt es da auch noch. Das sind wahrscheinlich so Überbleibseln, restliche Verpackungen noch von Halloween. Ich hätte es ja zu den anderen Sachen auch noch dazu gepackt. Lagen jetzt so ein bisschen verloren hinten bei den Weihnachtssachen. Aber gut, muss Netto ja selber wissen. Ja, dann würde ich vorschlagen, freut euch auf die nächsten Videos. Es folgen einige, auch neben dem Adventskalender jeden Tag kommen, denke ich mal, hin und wieder auch noch Testvideos, überwiegend Klasse 1. Und dann freuen wir uns alle riesig, riesig auf Silvester. Bald ist es soweit. Nicht mal mehr 4 Wochen, dann ist unser Tag da und dann geht's richtig los. Leute, macht's gut, bleibt gesund, lasst es krachen und bis bald.